Oh, mein Gott, endlich haben wir es geschafft. Dinge zu eröffnen. Gut. Muss man ganz da dran gehen, nichts mit Spinne und alles immer dran. Nee, danke. Dann laden wir mal die Daten runter. Feinde sollten wir keine befürchten. Alles klar, bin drin. Die anonymen Meldungen unserer Freundin lesen sich wie eine Terroristeneinkaufsliste. Van gemietet, viel Dünger gekauft, viel Benzin gekauft. Klingt verdächtig nach jemandem, der eine Autobombe bauen will. Ja, aber sie kann es nicht gewesen sein. Die Zeitstempel der Meldungen passen nicht zu unseren GPS-Daten. Irgendwer da draußen plant einen Anschlag und sie soll den Kopf dafür hinhalten. Verdammte Scheiße, wann hören diese ganzen Idioten endlich auf, jeden in dieser Stadt umbringen zu wollen? Finde diese Bombe, Bax. Wir dürfen das nicht zulassen. Ich habe die IP zu einem bekannten Kelly-Versteck zurückverfolgt. Da werden wir unsere Täter finden. Okay. Orte, die Autobombe. Na gut, das machen wir jetzt in dieser Folge noch. So, gucken gerade, ob ich da irgendwie was... kurz übersehen habe hier. Weil, na, kann ja mal immer sein, dass wir... aber eigentlich suche ich diesen Technikpunkt. Ich weiß nämlich nicht. Der bist aber. Gut, dann liegt der draußen wahrscheinlich. So. Ja, so viel zum Thema mit der Spinne, ey. Ach, das ärgert mich gerade so ein bisschen, dass ich da jetzt viel Zeit verloren habe dadurch. So, dann gucken wir mal, markieren wir uns den Startpunkt. Nehmen wir das Auto mit. Brauchen wir ja. So, machen wir das zu. Gehört das andere uns auch? Ist das andere schon automatisch zu? Ja, aus. Okay, sehr gut. Dann haben wir das nämlich auch weg mit den scheiß Feinden. Shit, shit, shit. Wir sollen eine Autobombe orten. Kurz gucken. So, warte mal, kann ich die Geräte irgendwie aufwerten in der im Menü, wenn wir gerade schon mal dabei sind? So, jetzt gerade gucken, dass wir hier irgendwas finden. Ah, okay. Hey, Spacko, willst du einen Zaubertrick sehen? Nö. Ich erfasse ein Fahrzeug mit einem Wi-Fi-Bombenzünder auf dem Gelände. Verbinde mich, dann kann ich ihn lahmlegen. Ja, ja. So, gucken. Ich will mal gerade das Tor deaktivieren hier, wenn das möglich ist. So, dann deaktivieren wir das Ding hier, wenn es möglich ist. So, dann kommen wir nämlich auch ohne Probleme rein. Ich hoffe, dass wir jetzt ein bisschen Ruhe haben vor Feinden.
Da ist die Bombe. Ja, das sind aber auch Feinde. Hilfe. Keine Ahnung, wo die hin ist. Hilfe. Das hat die jetzt nicht gedacht dran. Na, wo bist du hin? Spider-Bot, pack das Geschütz aus! Na dann, weg damit. Puh. Ich sollte mal das Tor damit zumachen. Ne, ist zu. Okay. Nehmen wir alles mit. Ich guck mich da hinten nur kurz mal eben um. Weil ich mir gerne diesen Technikpunkt mitnehmen will. Unter anderem halt. Gucken. So, machen wir mal das aus. Da ist was. So, da müssen wir mal das Fahrzeug hacken. Und bevor mir da irgendwelche Leute in den Rücken fallen. Aktiviere ich mal lieber die Fallen. So, kurz mal. Dann sperren wir uns mal das Tor schon mal. Für den Fall, dass irgendwas wichtig ist. Und ich muss irgendwie das Fahrzeug hacken. Kann ich das nur mit der Kamera machen oder was sieht das? Wie sieht das aus? Oder kann ich das. Guck mir mal die Hecke. Ah, okay. Ach, da oben ist noch eine, ne? Warte mal gerade kurz. Heck mal das Ding mal. Aha. Super. Kann ich das Auto jetzt nicht hacken? So, muss ich. So, kann ich das jetzt so wie Fahrzeug? Das wird. Wir haben einen Notfall. Holt Hilfe! Ja, ich muss es hacken angeblich. Warte mal. Kann ich hier rein? Nimm mal so. Na los, Bagley. Ich entschärfe sie jetzt. Sieht nicht gut aus. Wo kommt das denn her? So, lass uns mal in Ruhe. So, 70%.
Erledigt. Geschafft. Die Bombe ist tot. Die explodiert nur noch, wenn man eine noch größere Bombe draufschmeißt. Die Guten haben mal wieder gewonnen. Und jetzt raus da, damit wir unsere Freundin kontaktieren können. Du hattest recht. Die Kellys hatten eine Autobombe präpariert und wollten dir über CTOS die Schuld in die Schuhe schieben. Aber keine Sorge, das versuchen die nicht nochmal. Holla, wirklich? Ich schulde euch ordentlich was. Du könntest echt etwas bewirken, weißt du? Tritt DedSec bei, anstatt zu Hause auf dem Hintern zu sitzen. Scheiße, ja. Trag mich ein. Sehr gut, Rekrutierung ist abgeschlossen. So, gut, dann haben wir die gute Dame rekrutiert. Tilly Robertson. Gut, das sehen wir uns dann. Und wie es dann weitergeht, sehen wir uns dann in der nächsten Folge an. Das glaube ich, da müssen wir wieder ein bisschen rekrutieren.